Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Tesla Car TV. Ich bin der Michael, heute mit einer News von einem Ladeanbieter, denn dieser hat schon wieder sein Preismodell geändert. Genauer gesagt geht es um Bonnet und wir schauen uns heute mal genauer an, was sich Bonnet da einfallen hat lassen und wie die neue Preisgestaltung hier ausschauen wird. Denn bis jetzt war es ja so, dass man bei Bonnet mal unabhängig von dem Pay-as-you-go-Tarif 3 Refill-Pakete buchen konnte. Entweder das 20 Kilowattstunden Refill-Paket, das 100 oder das 200 Kilowattstunden Paket. Ja, und hier wird Bonnet ab 8.11. die Bonnet Boosts einführen und wir schauen uns jetzt mal genauer an, um was handelt es sich eigentlich bei diesen Boosts. Also genauer gesagt kommen halt diese Refill-Pakete werden abgeschafft, dafür die Bonnet Boosts. Da führt Bonnet zwei verschiedene Boosts ein, einmal den Light Boost und einmal den Turbo Boost. Beim Light Boost gibt es auf die geladene Kilowattstunden nochmal dann 10% Rabatt. Muss man jedoch bei dem Light Boost 2 Euro im Monat zahlen. Bei dem Turbo Boost bekommt man 15% Rabatt auf die geladenen Kilowattstunden, was dann 8 Euro im Monat entspricht. Ja, die Refill-User werden dann automatisch in einen Boost-User umgewandelt. Die 20 und 100 Kilowattstunden Refill-User kommen dann automatisch in den Light Boost, die 200 Kilowattstunden Refill-User in den Turbo Boost. Wobei die ersten zwei Monate Boost-Mitgliedschaft kostenlos sind, also bis zum Ende des Jahres. Und was besonders wichtig ist, dass die aufgebauten oder die angesparten Kilowattstunden bleiben aktiv und verfallen nicht, solange man praktisch in einer Boost-Mitgliedschaft ist. Was jedoch interessant ist bei der Preisgestaltung, wie man auf Bonnet lesen kann, ist, wie sie selber schreiben, dass ab dem 8. November variiert der Preis für die Kilowattstunde über Bonnet je nach verwendeter Ladestation. Dieser Preis entspricht dem vom Ladenetzwerk festgelegten Preis. Also mal unabhängig von dem, was noch darunter steht, dass man dann sparen kann, wäre hier recht interessant, weil jetzt wieder jeder Anbieter, egal ob Fastnet, Ionity, ihre Preise selber hier festlegen kann. Und man zwar dann ein bisschen spart, aber man weiß wirklich nicht, mit welchem Preis kann man momentan damit rechnen. Wenn man hier zum Beispiel bei Ionity von 79 Cent die Kilowattstunde ausgeht, sind 10 bzw. 15%, was man ja mit den zwei Boost-Paketen dann sparen könnte, ja, auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Und es gibt andere Ladeanbieter, wo man bedeutend günstiger dann auch laden kann. Was auch noch nicht sicher ist, ist die Tatsache von den Gutscheinen, die es ja bis jetzt immer noch gegeben hat, wo man entweder nach einer Woche 25%, nach zwei Wochen 50% oder nach drei Wochen 100% von der nächsten Ladung sparen konnte, solange man in der Zwischenzeit nicht über Bonnet geladen hat. Da geht leider in weder der E-Mail noch auf der Webseite von Bonnet überhaupt nichts hervor. Ja, und was auch noch recht ungewöhnlich ist, ist eine kleine Fußnote unten dran, die schon fast versteckt ist, wo steht, dass sie zwar das Beste tun, um den genauen CPO-Preis, also Cost-Per-Order-Preis, für jedes Ladegerät oder jede Ladesäule in der App anzuzeigen, aber die können das nicht garantieren, dass die angezeigten Preise derzeit den genauen Cost-Per-Order-Preis entsprechen. Ja, was die ganze Sache natürlich mysteriös macht, weil so weiß man natürlich nie, was kostet jetzt mich die Kilowattstunde wirklich ganz genau. Und man hat also nichts im Blick, wie viel einem die Ladung dementsprechend dann auch wirklich kostet. Ja, aber schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare rein, was ihr so von dem neuen Preismodell von Bonnet haltet. Denn ich könnte mir vorstellen, dass für viele in Zukunft Bonnet dann Geschichte sein wird, dass sie Abstand von Bonnet nehmen würden bei diesem Preismodell. Aber schreibt mir doch gerne mal in den Kommentaren, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, so unterstützt ihr mich auch ein bisschen.
Ich hoffe, es war mal wieder ein bisschen informativ für euch. Ich sage dann schon mal ciao, bye bye, bis zu einem nächsten Video.